Hallo, heute möchte ich dir die Kostenansätze vorstellen, weil mir aufgefallen ist, dass bei Veranstaltungen häufig die schwierigste Methode gezeigt wird, um zum Text zu kommen, der dann kalkuliert werden soll. Und da möchte ich einfach mal fünf Wege zum Text zeigen für den Hochbau. Die Schiller und Partner GmbH hat ja angefangen mit der Programmierung der DBD-Kostenansätze, also der Kalkulation von Bauleistungen. Und diese Bauleistungen oder Einzelleistungen beruhen auf dem Standardleistungsbuch Bau. Informationen, welche Kalkulationsprogramme die DBD-Kostenansätze unterstützen, gerne über mich. Wir präsentieren das in einer etwas älteren Makroversion auf Excel-Basis in einer 32-Bit-Office-Umgebung. Und da legen wir auch gleich los. Hier haben wir Excel und unter Add-ins finden Sie das Makro. Wir haben da im Moment für die Kalkulationsvorlage 2 die Version 1.5.0. Und unter Einfügen finden Sie das, was Sie auch in Ihren Kalkulationsprogrammen dann finden, wenn die Schnittstelle da ist, dieses KA, die schwarze KA mit der Pyramide auf gelbem Grund oder eben den Menüpunkt, den wir die Kostenansätze nach SDLB Bau. Die aktuelle Version ist 2023.004. So, hier haben wir das Fenster der DBD-Kostenansätze und da sehen wir gleich, wir haben hier ganz oben Testdaten und im weiteren sind es 62 Leistungsbereiche, mit denen man Bauleistungsbeschreibung erstellen kann und kalkulieren kann. Und ja, da fangen wir gleich auch an mit der schnellsten Methode und beschäftigen uns heute mit dem Thema Hochbau. Und da haben wir hier oben das Feld Suche oder auch Schnellsuche. Da gibt man jetzt beispielsweise Kurzbezeichnung ein für eine Außenwand in Kalksandstein 36,5 und sagt Enter oder geht hier über dieses Fernglas und ja. Warten ein Weilchen, dann kriegen wir ein Suchergebnis aus dem Katalog SDLB Bau, sagen hier Wände Kalksandstein. Und da haben wir auch schon direkt das Ergebnis. Hier auf der linken Seite haben wir weitere Beschreibungsmerkmale und Textergänzungen, womit man die Position noch weiter beschreiben kann. Und hier aber auf der rechten Seite sehen wir, dass nach den VOB-Kriterien, dass dieses Ergebnis der Beschreibung vollständig ist. Hier haben wir den Kurztext, Langtext, die Abrechnungseinheit und hier die Einzelkosten der Teilleistung, Material Kalksandstein und Dünnbettmörtel, dann den Zeitansatz mit einem Kalkulationslohn 39,22. Der ist jetzt aus den DBD-Kostenansätzen und wird aber in Ihrem Kalkulationsprogramm aus Ihrem Katalog Ihr Kalkulationslohn genommen. Das zeige ich gleich noch. Und dann haben wir hier drunter die Beschreibungsmerkmale und deren Ausprägung. Und wenn man jetzt zum Beispiel wissen will, was ist denn überhaupt KSXLRE? Und da, wo so ein Wimpel hinter ist, da kann man in den Auszug der DIN noch hineinschauen. Da gehen wir mal drauf und schauen hier Bezeichnung Kalksandsteine. Ja, aber da haben wir die Kurzzeichen KS für die Steinart oder R für Nut- und Federsystem. Hier haben wir die Kurzzeichen und deren Formate. Und das können Informationen sein, die für den Entscheidungsprozess der Beschreibungserstellung wichtig sind. Und ja, wir gehen mal hier zurück und übernehmen das in der Positionsliste. Und schauen auch in die Positionsliste hinein. Da haben wir die Positionen, die wir gerade erzeugt haben mit ihren Kostenansätzen und mit den Einzelkosten der Teilleistungen. Die würden wir jetzt übergeben an das Kalkulationsprogramm oder in dem Fall hier an das Makro auf Excel-Basis. Und haben wir die Position und wenn dann noch gerechnet werden soll, müssen wir natürlich hier auch eine Menge eingeben. Und ja, hier haben wir dann natürlich die Dinge, die für die Kalkulation wichtig sind, zum Beispiel den Kalkulationslohn oder die Materialkosten. Und bei dem Kalkulationslohn, da würde er dann, wie eben schon gesagt, die Daten aus Ihren Katalogen des Kalkulationsprogramms nehmen. Wir haben das hier auch mal so
beispielhaft hinterlegt, wenn wir jetzt hier den Kalkulationslohn ändern und auch den Verrechnungslohn dann entsprechend erhöhen, dann werden wir hier vorne im Leistungsverzeichnis sehen, dass sich dieser Kalkulationslohn auch verändert hat und dann hat sich auch hier der EP und der Gesamtbetrag geändert. Ja, und dann machen wir hier weiter mit dem zweiten Weg zu einem Text zu kommen und der nennt sich auch geführte Rangfolge und ja, ich glaube fast, dass das der Weg ist, den die meisten so gehen. Nämlich soll jetzt hier in dem Beispiel eine Dacheindeckung gemacht werden und da gehen wir unter 020 Dachdeckungsarbeiten. Und ja, über den Bereich Dachziegel und Deckung, Bekleidung, Dachziegel, so klickt man sich hier von Beschreibungsmerkmal zu Beschreibungsmerkmal durch. Und aber auch hier will ich Ihnen einen wichtigen Hinweis geben, dass kann sehr ausgiebig werden bei Fenstern, das werden wir gleich noch sehen. Zum Beispiel eine Dachfläche wollen wir hier machen und es soll hier eine Hohlpfanne genommen werden. So, das sind so die Parameter, die ich jetzt weiß von dieser Dachbekleidung. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, über diesen Doppelpfeil eine automatische Textvervollständigung zu machen, also mir einen Vorschlag machen zu lassen. Und das machen wir hier mal. Und da haben wir hier auf der rechten Seite wieder unser Ergebnis der Vollständigkeit für diese Beschreibung, Kurztext, Langtext und die Einzelkosten der Teilleistung. In dem Fall sind es nur Material- und Zeitansatz. Und ja, jetzt sind hier diese Ausprägungen sind ja blau gehighlightet und mein Dach ist jetzt aber aus dem Vorschlag nicht 40 bis 45, sondern 25 bis 30 Grad und das wollen wir doch jetzt hier ändern. Dann gehen wir hier über diese Ausprägung 40 bis 45 und kriegen dann die weiteren Ausprägungen angezeigt und da fällt uns auf, dass da ja schon einige blau sind und einige grau und das hat was mit der Regelkonformität, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das hat sonst keine andere Beschreibung auf dem Markt. Und wenn ich jetzt hier sage 25 bis 30 Grad ist der Dachneigungsbereich meiner Dachfläche, klicke da drauf, dann sehe ich hier unter gelöschter Ausprägung, dass die Dachziegelform herausgenommen wurde, die Dachdeckungsart, und dass hier regelkonform für diese Dachneigung von 25 bis 30 Grad nur der Glattziegel in Frage kommt. Und ja, dann muss ich noch weitere Beschreibungsmerkmale definieren, aber auch da könnte ich wieder auf die automatische Textvervollständigung gehen und mir den Rest vorschlagen lassen. Dann sehen wir schon hier, hat sich die Einzelkosten der Teilleistungskalkulation wesentlich geändert. Wir haben jetzt hier noch Sturmklammern dabei und eine Dach- und Wanddeckung befestigen. Das übernehmen wir in unsere Positionsliste. Schauen in diese Positionsliste und da haben wir jetzt auch die Dachziegel drin und kommen zum dritten Weg der freien Rangfolge. Es soll ein einfaches Holzfenster kalkuliert werden. Dafür gehen wir über den LB 026. Sagen hier Fensterelement Holz und es soll vielleicht ein Fensterelement einteilig, zweiteilig Holz sein. Und dann gibt es hier oben diesen Button freie Rangfolge. Da schalte ich mal drauf um. Und jetzt sehen wir hier alle Beschreibungsmerkmale über 5 Seiten. Das ist eine ganze Menge. Und jetzt weiß ich vielleicht noch was über die Bauart des Fensters. Dann sage ich hier, das soll ein Einfachfenster sein. Und ich möchte was zur Einbruchhemmung beschreiben, beziehungsweise da eine Festsetzung machen. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, über diese 5 Seiten zu suchen. Und dann gibt man hier bei Filter Einbruch beispielsweise ein, über Enter oder das Häkchen kriege ich ja, da über das Häkchen einen Vorschlag, Klasse Einbruchhemmung, klicke da drauf und sehe, oh, da gibt es ja eine ganze Menge.
So nach dem Motto, jetzt weiß ich nicht so richtig, was ist gut, sag ich mal hier RC6, habe ich definiert. Und das sind jetzt die beiden Sachen aus all diesen wirklich vielen Beschreibungsmerkmalen und deren Ausprägung, das potenziert sich ja dann auch noch entsprechend, habe ich diese beiden Dinge für mein Holzfenster definiert. Hier oben haben wir die Dinge, die bislang auch definiert worden sind. Und auch hier, ich hoffe, das machen dann auch viele, kann man sich den Rest erstmal vorschlagen lassen. Das ist bei Fenstern und Türen, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Und ja, da sehen wir, hoppla, Beschreibung ist vollständig, Kurztext, Langtext. Da sind es auch schon eine ganze Menge an Materialien, die dafür notwendig sind. Das Fenster mit 1566 ist natürlich das teuerste. Insgesamt sind wir bei 1641 und wir sehen hier eine Menge Beschreibungsmerkmale. Da sind noch eine ganze Menge ohne Angabe. Da kann man also eine ganze Menge zu Fenstern auch noch beschreiben. Und wir waren hier bei der Klasse Einbruchhemmung. Was bedeutet das eigentlich? Da gucke ich nochmal in die DIN-Norm hinein. Auswahl Widerstandsklassen. Und nur ganz kurz, ja, RC6 ist der erfahrene Täter, setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge ein. Aber ich brauche ja eigentlich nur was als Einbruchhemmung für den Gelegenheitstäter. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen da eher auf RC2. Wir sind, wie gesagt, hier bei 1641. Und ändert sich die Ausprägung, ändert sich auch der Preis. RC6 sehr hoch, RC2 eher etwas geringer gefasst. Sind wir hier bei 1213, das Fenster mit 1139. Also das auch für die Kalkulation ganz wichtig. Wir geben das in die Positionsliste. Schauen in die Positionsliste. Und da haben wir unser Einfachfenster und kommen zur vierten Methode der AZ-Suche. Das ist für mich die zweitschnellste Suche. Und da wollen wir ein Dachflächenfenster beschreiben bzw. kalkulieren. Und ja, das ist alphanumerisch, das Schlagwortverzeichnis hier aufgeführt. Und dann gehen wir über D und sehen, ja, da gibt es eine ganze Menge im D-Bereich, aber Dachflächenfenster, das erfolgt dann die Suche alphanumerisch, also nach dem ABC. Da haben wir hier Dachflächenfenster, da gehen wir drauf und ja, bekommen als nächstes einen Vorschlag dazu und ja, mit dem Suchergebnis der FAQ Dachflächenfenster gehen wir gleich mal drauf und haben dann im nächsten Schritt schon gleich unsere vollständige Beschreibung. Hier mit den Einzelkosten der Teilleistung. Und ja, da haben wir für dieses Dachflächenfenster 2057,80 und ja, das möchte ich aber etwas breiter haben und dann kann man natürlich auch hier, und wir behalten mal im Kopf, wenn wir jetzt hier was ändern, kann das regelkonform sein. Hier haben wir zum Beispiel die möglichen Breiten, die da angegeben sind. Wir gehen mal auf 1050. Ja, und sind dann bei 2417,78. Wenn wir das Ganze vergrößert haben, haben wir nicht anders erwartet, ist auch etwas teurer. Wir übergeben das in die Positionsliste und schauen dann nochmal in die Positionsliste, da haben wir das Dachflächenfenster drin und ja, auch hier ist natürlich, gibt es die Möglichkeit, Dinge, die man schon mal beschrieben hat, wie zum Beispiel sehr komplexe Dinge, das könnte dieses Fenster sein, das in eine Favoritenliste zu übergeben. Also ich kann hier Dinge sammeln, die ich schon mal ausgeschrieben habe und wir nehmen mal hier beispielhaft dieses Einfachfenster 1010 mal 1010 und klicken nochmal hier auf Bearbeiten und dann gibt es die Möglichkeit hier das in die Favoriten mit einem Schlagwort zu übergeben und da sage ich jetzt einfach mal mein Fenster soll das Schlagwort dafür sein, speichere das ab. Und ja, wenn ich dann beim nächsten Mal, wir nehmen jetzt an, wir haben die DBT-Kostenansätze neu aufgeschlagen,
nach dieser Beschreibung suche, dann gehe ich hier oben über Favoritenliste und da auf Gliederung nach mein Schlagwort und dann habe ich hier mein Fenster und ja, könnte dieses Fenster dann wieder aufrufen und in dem Fall in meine neue Leistungsbeschreibung oder Kalkulation aufnehmen. Ja, das sind im Wesentlichen die 5 Wege, um schnell zur Einzelleistungsbeschreibung und zur Kalkulation zu kommen. Und vielleicht erlauben Sie mir noch einen Hinweis, wenn Sie zum Beispiel zu dieser Position Einfachfenster da einen Hinweis an die Gäbe-Arbeitspreise geben möchten, dann können Sie das hier über dieses Briefsymbol, dann haben Sie gleich die Position hier eingeschrieben und können da Ihre Anregung zu dem Langtext an die Gäbe-Arbeitskreise weitergeben oder auch eben ganz allgemein hier oben über dieses Briefsymbol in der Top-Menüleiste können Sie ganz allgemeine Anregungen weitergeben. Und davon lebt das System und wenn Sie sich da beteiligen, werden Sie sicher auch sehen, dass das irgendwann Niederschlag findet. Was auch noch interessant ist hier diese Änderungschronik. Da wird zu jedem Bereich wird aufgeführt, was hier in den letzten Jahren in dieser Position geändert worden ist. Das fängt in 2017 mit der Griffsitzhöhe an und geht bis 2022 neue Anschlagsysteme. Auch das können Sie hier sehen und ist im Grunde genommen relativ anschaulich für das, was sich schnell ändert im Baubereich. Auch möchte ich darauf hinweisen, dass es hier unter diesen 62 Leistungsbereichen Abbruch, Rückbau und Schadstoffsanierungsarbeiten gibt und wir sehen, das zieht sich über den Tiefbau, über den Hochbaubereich und über den TGA-Bereich hin und ja, ebenso natürlich auch Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung. Soweit, so gut, Fini. Und wenn Sie die Testdaten oder auch das Makro downloaden möchten, wenden Sie sich einfach an mich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg.